erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Der Herr macht ihn zum Vorsteher seiner Gemeinde, zum Diener seines Bundes, dass er Priester sei in Ewigkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns aussendet, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, wir feiern heute mit der Kirche den heiligen Papst Johannes Paul II. Er ist uns so gut bekannt, geboren 1920 in Polen, Wadowitz, ist er zum Priester geweiht worden, kam nach Rom, hat beim Zweiten Vatikanischen Konzil mitgewirkt, war ein großer Theologe, ist Bischof geworden in Krakau und schließlich 1978 zum Papst gewählt worden. Und es war dann der Papst, der die Lehrpflöcke der katholischen Lehre wieder eingeschlagen hat, das Vatikanum so dargelegt hat, wie es für die Zukunft wichtig ist, dass es uns Halt gibt in der katholischen Lehre. Er war aber auch der Papst, der ganz nahe bei den Menschen war. Er hat die Weltjugendtage ins Leben gerufen und seine vielen Pastoralreisen, die so viele Menschen der ganzen Erde Mut gemacht haben und neue Glaubensfreude. Besonders war bei ihm auch, dass er das Apostolat der Barmherzigkeit Gottes, des barmherzigen Jesus, wie es die heilige Schwester Faustina uns übermitteln durfte, so gefördert hat und wie sehr er die Marienverehrung und eine echte Marienfrömmigkeit vorgelebt hat und wieder in der Kirche dazu ermutigt hat. Wir sehen schon ein reiches Wirken, weil er getrieben war von der Liebe zu Gott und alle seine Talente entfalten ließ. Freuen wir uns mit ihm und bitten wir für die bewegten Zeiten in der Kirche jetzt, dass er uns ein großer Fürsprecher sei, ein großer Wegweiser. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld, Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden. Schenke uns der gnädige und barmherzige Herr. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Lasset uns beten. Gott, du bist reich an Erbarmen und hast den heiligen Papst Johannes Paul II. Zur Leitung deiner ganzen Kirche bestellt. Gib, dass wir durch seine Lehre geführt unsere Herzen vertrauensvoll öffnen für die heilbringende Gnade Christi, des einzigen Erlösers der Menschheit, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Sind durch die Übertretung des einen die vielen den Tod anheimgefallenen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen, Jesus Christus, bewirkt worden ist,
den vielen reichlich zuteil geworden. Ist durch die Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft gekommen, durch diesen einen, so werden erst recht alle, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit reichlich zuteil wurde, leben und herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wie es also durch die Übertretung des einen einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so wird es auch durch die gerechte Tat eines einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung kommen, die Leben gibt. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Wo jedoch die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden. Denn wie die Sünde herrschte und zum Tod führte, so soll auch die Gnade herrschen und durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben führen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Doch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage Schweren Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, Halleluja, 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 Halleluja. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr hintreten könnt vor den Menschensohn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Legt eure Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen. Seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist, und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie wach, selig sind sie. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es ist schön, dass die Wochenlesungen gut anknüpfen an unser Sonntagsevangelium gestern schon. Und heute wieder, denn wir wissen, es geht ums Beharrlichsein, ums Ausdauernsein im Glauben.
in unserer Lebensgeschichte. Denn das Leben, das dauert seine Jahre. Und was für einige Zeit als der Maßstab gilt, das ist auf einmal einige Jahre später gar nicht mehr so entscheidend. Anderes muss gelernt werden, anderes braucht es. Immer ist es wichtig, dass wir uns auf Gott ausrichten und seine Wahrheit, denn die bleibt, die vergeht nicht. Papst Johannes Paul II. War einer, der diese Wahrheiten Gottes immer wieder in Erinnerung gerufen hat. Er, der ja erlebt hat noch die Wirren des Zweiten Weltkriegs in Krakau als Zwangsarbeiter, er wusste schon, dass der Mensch in seiner Freiheit auch völlig in die Irre gehen kann mit seinen Meinungen und Ideen. So sagt der Herr auch heute, seid wachsam, seid immer bereit, dass Gott bei euch ankommen kann. Die Liebe ist es, die uns wachsam sein lässt. Lasst die Lampen brennen, sagt der Herr. Lasst das Feuer der Liebe in euch nie ausgehen, das muss aber genährt werden. Und seid achtsam, Gott kommt immer wieder an bei uns, wenn wir achtsam sind. Oft erst viel später, als wir hoffen, zweite, dritte Nachtwache, oft wenn es schon lange dunkel ist in unserem Leben, wenn Kreuz da ist, nicht aufhören zu hoffen, zu warten, bis Gott sich wieder zeigt in seinem Glück für uns. So endet das Evangelium heute. Er wird uns speisen, er selbst wird uns an dem Mahl der Liebe teilhaben lassen, er selbst wird uns diese Liebe reichen, die uns satt macht. So ermutigende, wahre Worte Gottes, die wir uns heute gern zusagen lassen. Dieses Wachsein geht übers tägliche Beten, wie wir es am Sonntag betrachtet haben, und übers Hinhören auf seine lebendigen Worte, die ewige Wahrheit sind und die uns ausrichten auf ihn. Diese beiden Dinge wollen wir treu tun und immer wieder erleben, dass Gott mit seiner Liebe uns erfüllt, uns satt macht. Amen. Voll Zuversicht rufen wir zu Jesus Christus, unserem göttlichen Heiland. Für unseren Papst segne sein Wirken für die Wahrheit des Evangeliums und den lebendigen Glauben deines Volkes. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die Lenker der Völker rege sie an, die Mahnungen des Papstes ernst zu nehmen. Herr, erbarme dich. Für alle, deren Glauben angefochten ist, richte sie auf durch das Wort und das Beispiel unseres Papstes. Herr, erbarme dich. Für unsere Gemeinde, hilf uns, die Entscheidungen des Papstes zu verstehen und ihnen zu folgen. Herr, erbarme dich. Wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Familie Fieböck für verstorbene Schwiegermutter und ganze Verwandtschaft. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Denn durch dich haben wir den Zugang zum ewigen Vater. Du seist gepriesen heute alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bitten, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.
ganz gewiss an jedem neuen Tag. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lasset uns beten. Herr und Gott, sieh mit Wohlgefallen auf die Gaben, die wir dir im Namen deiner Kirche bereitet haben, wie der heilige Johannes Paul, dessen Gedächtnis wir feiern, in einem Leben der Hingabe deinen Auftrag erfüllte. So hilf auch uns, durch die Kraft dieses Opfers in deiner Gegenwart zu wandeln und Zeugen deiner Liebe zu sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Fest des heiligen Papstes Johannes Paul deine Grüße zu rühmen. Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild, die Botschaft seiner Predigt belehrt uns, seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du und all deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und sich ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sich dem Tod ausgeliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen
und das Leben neu geschaffen, damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, Vater. Der Geist heilige unsere Gaben, damit sie werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen mit lauterem Herz, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind, und schenke uns allen das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes,
alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch das Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Friede sei mit dir. O du Gottes Lamm, vom Vater so geliebt, dass ich für das Heil der Welt zum Brot des Lebens gib, erbarme dich unser, erbarme dich unser. Erbarme dich unser, o Herr. O du Gottes Lamm, vom Vater so geliebt, dass ich für die Schuld der Welt zum Kelch des Heiles gib, erbarme dich, o erbarme dich, o unser, erbarme dich, unser, o Herr. O du Gottes Lamm, vom Vater so geliebt, dass ich für die Schuld der Welt zum Sühneopfer gibt. Gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden, o Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Thank you.
Herr bestellte ihn zum hohen Priester, er erschloss ihm seinen Reichtum und überhäufte ihn mit Gnaden. Seite 44. Wunderschön prächtige, hohe und mächtige, liebreich holdselige, himmlische Frau, der ich mich ewiglich weihe. Bleib mir und ziele zu.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, das heilige Sakrament, das wir empfangen haben, entzünde in uns jene Liebe, die den heiligen Papst Johannes Paul II. Drängte, unermüdlich für deine Kirche zu arbeiten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke euch für euer Kommen und Mitfeiern der heiligen Messe. Nehmen wir uns ein Vorbild am heiligen Papst Johannes Paul. Bis ins hohe Alter, in hoher Gebrechlichkeit, ist er ein Zeuge geblieben für die Zukunft bei Gott. Der Herr sei mit euch. So segne euch und alle, die euch anvertraut sind, denen ihr begegnet, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Wir haben noch die Zeit geschenkt, ist, wollen wir noch in der Kommunionvereinigung verweilen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.